Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance und da sehen wir einen der Banditen weggehen. Ich habe es versucht von der Seite. Vielleicht werde ich es jetzt nochmal versuchen von der anderen Seite. Von der Brücke, wenn man da überhaupt auf eine andere Seite kann. Ja. Weil auf der Brücke oder bei der Brücke steht jemand. Oder ein Bandit steht da. Wir wissen ja. Dass es ein Bandit ist. Ich guck mal auf die Map. Ich hoffe, da kann man überhaupt noch. Ja, das sollte man noch. Da hinten ist auch noch eine Brücke. Ich möchte ja möglichst vermeiden, über Brücken zu gehen. Weil da kann man mich leicht sehen. Ich soll ja irgendwie was manipulieren. Ja. Das kann ich natürlich am besten. Ja, genau, ich ducke mich mal. Kann ich natürlich am besten, wenn ich nicht über eine Brücke gehen muss. Genau. Komme ich jetzt hier nicht drüber, oder was? Was ist das denn jetzt hier? Komm. Lass mich darüber. Danke. Ach komm. So. Frag mich nur, was und wie ich manipulieren soll. Das ist so die große Frage, die ich mir stelle. Hier komme ich nicht unbedingt so gut durch. Ich meine, die greifen mich auch nicht direkt an. Komm, lass mich jetzt da drüber. Hä? Ich bin auch eben hier durch. Da bin ich wahrscheinlich hier lang gegangen, oder? Eben konnte ich irgendwie hier durchgehen. Dumm gelaufen, jetzt würde ich sagen. Wir kommen hier auch lang. Mal gucken, wo wir gerade sind auf der Karte. Privis Lavitz. Da oben wird wahrscheinlich oder da und auch hier wird deren großes Lager sein. Bah. Hier wimmelt es natürlich. Wahrscheinlich von Banditen. Ja, da hinten sehen wir auf jeden Fall welche. Wir gehen mal hier lang. Ganz vorsichtig. Ich habe echt Schiss. Eine Lager. Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Aufgabe begonnen, geht zu Herr Ratzig. Und die haben auf jeden Fall eine Handvoll Männer. Okay, hier geht's auch gerade gar nicht weiter. Ich guck trotzdem noch einmal rum. Einfach weil ich interessant finde, was die hier noch so stehen haben. Kommen wir da rein? Ach
komm. Mach jetzt keine Faxen. So, wir sind ganz offiziell wahrscheinlich drin bei denen im Lager. Oh, Schloss knacken. Was machen wir? Was haben wir hier? Oh. Nehmen wir alles mit. Ich guck auch noch mal. Hier liegen überall welche. Von denen. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Hm. Hier könnten wir schlafen. Das wäre natürlich Wahnsinn. So. Oh. Nehme ich alles mit. Hier sind ganz viele. Ich werde einen Teufel tun, um mich jetzt hier zu waschen. Ich glaube, ich ziehe mich mal lieber zurück. Weil ich habe echt Schiss. Oh. Der hat mich gesehen. Dann gehe ich weg. Tschüss. Ja. Sorry. Ich geh schon weg. Ey, ich geh weg, habe ich gesagt. Ja, ich geh weg, keine Sorge. Der folgt mir einfach. Er geht weg. Okay. Alter, was haben wir alles an Rüstung jetzt hier? Junge, und dann... Bruder. Vielleicht können wir das erstmal irgendwo verkaufen, die ganzen Sachen. Ich gucke, ich muss... Oh, nee, das war nicht. Wir waren einfach im Lager drin, mitten im Lager. Ich habe auch hier richtig... Alter, das ist... Gift. Können wir den Ding, das können wir verkaufen. Kann man das irgendwie jemandem verabreichen? Alter, was haben wir jetzt hier alles? Wir könnten das alles anlegen. Hallo Pebbles. Ich kann wahrscheinlich nicht mal aufsitzen. Warte mal. Kann ich ein bisschen Pebbles geben so? Ich packe mal ein bisschen bei Pebbles rein. Und zieh selber mal ein bisschen was an. Armschienen. Beinlinge. Oder nehmen wir die. Nehmen mal die olivfarbene Hose. Kettenhaube. Oder Nackenschutz. Kapuzenschal. Schuppenhelmhaube. Schuppenhirn. Komm, wir nehmen mal das ungarische Kettenhemd. Wird bestimmt nicht schlecht sein.
Wir nehmen diesen verzierten Dingensheim. Wir können immer noch nicht aufsteigen. Was ist das denn hier? Gewöhnlicher Schild. Warte mal. Puh. Knüppel, also ich weiß nicht, ob wir Knüppel vielleicht wegtun. Haben wir noch. Oh, Langstreckenfall ist vielleicht gar nicht so schlecht. Metallschild. Das ändert auch erstmal nichts. Also ein bisschen zu überladen, nicht wahr? Das bringt halt alles richtig viel Knete, Alter. Also was? Gewöhnlicher Fall. Könnten wir theoretisch wegpacken. Bürgerschwert. Wir haben zweimal das. Aber ich würde das auch gern verkaufen, nicht wahr? Böttchers Axt, Zimmermanns Axt. Fundfall, ungarischer Seebetreugefährte. Alter, was haben wir jetzt alles? Junge, Junge, Junge. Was zur Hölle haben wir jetzt hier alles? Ich meine, wir sollten vielleicht nicht mit so einem ungarischen Helm rumlaufen. Wir sind immer noch viel zu überladen. Ich würde halt gern das ganze Zeug verkaufen. Ne? Oh, das wollte ich nicht. Ist dann auch die Frage, wo wir das verticken können, ja? Ich meine, ganz offensichtlich wahrscheinlich in Thalmberg. Oder? Wir sind auch nah an Skalitz. Uschitze, Thalmberg, Rovna. Können auch nach Merhojet gehen. Können wir hier schnell reisen? Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Okay. Ach, das ist doch echt schwierig. Ich meine, ich möchte das ganze Geld nicht flöten lassen. Ich erstmal hier die beiden Brote. Gift trinke ich jetzt natürlich nicht. Ich bin ja nicht bekloppt. Ne? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Das ist alles. Bin ja wirklich noch unsicher. Ich würde sagen, warte mal. Wie viel macht das, was wir gerade so haben? 43 Damage. 24, ich würde sagen, die Holzfäller-Axt können wir fallen lassen. Beide. Was können wir noch fallen lassen? Ich würde sagen, das Sachs brauchen wir auch nicht mehr. Oder die Sachse. Der treue Gefährte, ich weiß nicht. Der bringt halt richtig viel Kohle. Die Zimmermannsaxt brauchen wir auch nicht mehr, die beiden Zimmermannsäxte. Verbesserter Jagdpfeil, Spitzpfeil. Ich weiß nicht, wir haben auch so viele Bögen hier. Das ist doch einfach nur krass. Gut, die kumanischen Bögen hier. Ich würde sagen, die minderwertigen Pfeile lassen wir auch alle fallen. Alter, wir können hier wirklich nicht alles mitnehmen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht machen können. Aber, Alter, ich roll mit dem Schwert einfach. Aber wir können uns ja vielleicht. Wir können uns ja vielleicht hier die Stelle markieren, wo wir die Sachen hinpacken. Warte, ich markiere mal die Stelle, wo wir gerade sind.
Ich markiere mal hier die Stelle und packe hier mal richtig viel Sachen hin. Von allen Sachen irgendwie diese ganzen, oder die kumanischen, ne, diese ganzen Bögen packe ich mal hier hin. Vielleicht kann ich die ja später noch kriegen. Auch die Ritterjagdschwerter. Ich weiß nicht, ich kann ja dann vielleicht später nochmal hier hinkommen. Auch die kumanischen Bögen lasse ich jetzt erstmal hier fallen. Das ist wirklich eine Goldgrube eigentlich. Die gewöhnlichen Säbel kommen, lassen wir auch mal fallen. Alter, wir haben wirklich so viel im Inventar. Komm, die Böttchers-Axt. Lassen wir fallen. Haben wir hier noch irgendwie doppelte Sachen oder so? Komm, die, das eine Leinen, die zwei Leinenhemder, Hemde lassen wir fallen. Die kumanischen Kettenhemde, ich weiß. Die sind halt schon. Sowas lässt man sich natürlich normal nicht entgehen. Wenn das hier einer von denen mitkriegen würde, was hier alles liegt, Alter. Komm, die leichte gepolsterte Rüstung lassen wir fallen. Alles, was quasi jetzt so. Warte mal, ich guck mal, was hier im Inventar vom Pferd ist. Die kumanischen Reiterstiefel. Packen wir mal ins Inventar. Ich würde auch sagen, alles so, was, die ziehen wir auch gleich mal an. Alles, was wir, was hier so ein, wo so ein Kreuz ist, lassen wir erstmal fallen auch. Also die quasi. Die auch. Haben wir sonst noch was, was wir anziehen können? Haben wir sonst noch irgendwas? Alter, wir haben einfach 5 Dietriche. Verband können wir nicht anwenden. Ja, Alter, ich weiß nicht. Dieses kumanische Dings-Schild. Komm, die Pfeile lassen wir mal fallen. Die Pfeile lassen wir fallen. Das ist halt alles hier. Warte mal, ich guck mal. Wo ist nochmal das Gewicht? Da ist das Gewicht. Oder? Warte mal. Oder ist, was ist das Gewicht? Ist dieses Herz-Dings das Gewicht oder das? Das wird das Gewicht sein, oder? Ich leg das mal ab. Ja, das ist das Gewicht. Haben wir sonst noch hier was, was irgendwie krass wiegt? Haben wir hier was, was krass wiegt? Gewöhnliche Schilder. Oder Schilde. Können wir jetzt reiten? Oh ja. Diesen Platz merken wir uns mal. Jetzt reite ich ab nach Thallenberg. Also ich hoffe, das bleibt da liegen, ja. Wahrscheinlich respawnt das einfach, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber kann man dann auch nicht mehr ändern. Aber dann ist das halt so. Ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwas wirklich Lebensnotwendiges verloren haben jetzt hier. Ich reite jetzt auch erstmal querfeld ein. So. Alter Falter. Ich werde dann auf jeden Fall dann nochmal da dorthin kommen. Und gucken, ob das da immer noch ist. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn nicht.
Come on, Alter. Wurde ich einfach vom Pferd abgeworfen. Nicht so schön, würde ich sagen. So. Aber es war jetzt wirklich mal so die Situation, wo wir das erstmal so richtig beladen sind. Ich meine, kein Wunder, ne? Ist schon richtig viel Kram hier, den wir da rausgeholt haben. Aber war auch wichtig, dann haben die ja wahrscheinlich nicht die Ausrüstung, gehe ich mal von aus. Ich meine, die haben sowieso Ausrüstung, die sie einfach immer anhaben, aber naja. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ja. Sind wir hier gelandet? Oh, ein Roffner. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich war, ach. Ja, jetzt auch egal. Dann reite ich nach Merhoyet. Ja. Und verkaufe da mein Zeug. Kann ich auch machen. So. Komm. Pferd, alter Pebbles. Was machst du denn hier? Ja. Na gut, Pebbles muss jetzt auch an unserem hohen Gewicht leiden, das wir da auf dem Sattel mitbringen. So. Sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg Richtung Merhoyet? Ja. Wenn wir diesem Weg hier folgen, sollten wir nach Merhoyet kommen. Okay, dann können wir da unsere Sachen verkaufen. Das sollte passen. Ja. Ist es eigentlich so, dass wenn man zu Dings ist, dass man dann, wenn man überladen ist, dass man dann auch nicht so schnell reitet wie normal? Das würde mich auch mal interessieren. Ich meine, das macht ja so ein bisschen den Anschein gerade. Ja. So. Aber das könnte eine richtig krasse Goldgrube hier sein, da, dieses Lager. Wenn wir das weiter ausnehmen würden. Wenn wir überhaupt den Angriff da auf dieses Dings überleben. So. Mal wieder Pebbles ein bisschen zu Kraft kommen lassen. Aber das sind, sollte, naja, hier ist das Lager von Herrn Ratzig. Ja. Wir können auch direkt zu Herr Ratzig gehen. Theoretisch, aber das will ich eigentlich. Das will ich eigentlich auch noch gar nicht. Das können wir dann theoretisch vielleicht sogar danach machen. Dann holen wir die Sachen, die da liegen, einfach vielleicht entweder später oder gar nicht mehr. Dann ist es halt so. Oh, da ist Merhoyet. Ich muss einmal kurz hier querfeld eindingsen. Sorry dafür. Ich hoffe, wenn wir da Kämpfe machen müssen, dass das nicht zu krass wird. Bei den Kämpfen bin ich wirklich nicht der Beste, sag ich mal so. Aber jetzt auf geht's zum Händler. Jedenfalls, wenn ich den finden würde. Gucken wir einmal auf die Karte. Wahrscheinlich müssen wir hier bei diesem Gebrauchtwarenhändler dingsen, oder? Bei dem Krämer müssen wir es verkaufen, wahrscheinlich. Haben wir hier eigentlich neue Sachen, wo wir was steigern können? Na, Trinkfestigkeit, aber. Wie liegt das? Ne. Packen wir alles mal ins Inventar. Den Rest lassen wir in der Satteltasche. Puh, wir sind ganz schön überladen, muss man ja sagen. So, dann versuchen wir einiges an Wert rauszuholen. Auch wenn das vielleicht nicht der geeignetste Ort ist, das hier zu verkaufen beim Krämer. Wir waschen uns mal. Kann wahrscheinlich nicht schaden. Das ist der Krämer. Er ist ein Dorfbewohner. Herr Krämer ist eher so. Händler.
Händlerin. Reden wir mit ihr. Aber Händlerin, das heißt ja auch. Sei gegrüßt. Erstmal. Ne, handeln, kaufen möchte ich. Oh, können wir hier nicht machen. Wow. Müssen wir dafür wirklich jetzt nach Timeback oder so reiten? Das wäre übelst nervig. Ich meine, es gibt noch Orte, die wir hier noch nicht erkundet haben, aber das wäre erstmal tendenziell nicht so gut. Da müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen was an. Oh, das wollte ich nicht. Bisschen was an Pebbles geben, genau. Ich hoffe, die haben einfach irgendwas, wo man auch seinen anderen Kram verkaufen kann. Ja. Bitte. Ich meine, sonst reiten wir halt nach Timeberg, nicht wahr? So weit ist es nun auch nicht. Können wir theoretisch schnell reisen? Ne, können wir nicht. Aber wisst ihr was? Ja. Komm, wir reiten einfach mal quer. Hier und... Ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ah doch. Und reiten jetzt diesen Weg lang, dann sind wir in Timeberg und dann verkaufen wir das Zeug und dann sind wir glücklich. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Weg hier war. Aber theoretisch sehen wir ja hier Timeberg, aber das sollte auch der richtige Weg sein. Ja, ja. Da vorne ist Timeberg. So. Und wo ist jetzt hier der, keine Ahnung, Waffenhändler? Oder Allgemeinhändler? Da müssen wir wahrscheinlich oben. Genau, da müssen wir oben rein. Ja. In die Burg. Genau, da sitzt ja der Händler dann da immer. Ja. Sprechen wir da mit dem. Kaufen uns dann da. Ja, wir kaufen ja nichts, wir verkaufen ja erstmal nur. Geld wiegt ja, glaube ich, zum Glück nichts. Oder Groschen, oder wie auch immer man das betiteln will. Das ist schon mal ganz gut. Wir können das jetzt hier nicht verkaufen. Müssen wir dann echt nochmal dafür dann nach Rattai oder was? Oh, sollte natürlich nicht gegen Dingens laufen. So, hier ist nämlich der Händler. Ich hoffe, der kann das alles überhaupt mitnehmen. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Holen uns das nochmal ins Inventar. So. So. Reden wir mit Wotava. Glück und Gesundheit. Ja, das skippen wir mal. Wenn du Geld. Skippen wir mal, verkaufen. Oh ja. Bürgerschwert, das ist zweimal das gleiche. Eins nehmen wir und eins verkaufen wir. Romanischer Metallschild, 57. 57. 64. Steht das Herz hier für... wie doll angeschlagen das ist? Oder wie ist das zu verstehen? Wahrscheinlich, oder? Komm, wir verkaufen auf jeden Fall mal das Skalitzer Schild. Treue Gefährte macht 30, 43. Komm, den treuen Gefährten packen wir mal rein. Rüstung, genau. Manche Armschienen ist vielleicht erstmal. Hier dieses Brusch oder wie das heißt. Können wir auch beides mal in den Warenkorb packen. Genau. Was ist hier richtig teuer? Dieses ungarische Kettenhemd. Aber ich glaube, das ist auch so mit das Beste, oder? Das beste Kettenhemd, was wir hier haben. Hier ist auf jeden Fall zwei Shishaks. Der eine ist ein bisschen gedamaged. Ich würde sagen, den verkaufen wir auch.
Oh, hier ist noch ein kumanischer Shishak. Der eine ist verziert. Der ist aber auch schon ein bisschen gedingst. Zweimal Kaftan, da verkauft er auch den gedamagten auf jeden Fall. Ich würde sagen, dieses Leinenhemd können wir verkaufen. Ziehen wir stattdessen dann das an später. Hier haben wir hier noch irgendwas. Kumanischer Axtkämpfer bin ich ja sowieso nicht. Ja, Metallschild. Ich weiß leider nicht, dieses. Komm, wir verkaufen mal dieses kumanische Metallschild. Ungarischer Säbel. Ich weiß noch nicht. Es ist theoretisch, der ist theoretisch. Der soll das Söldner, die Söldner spielen, ist theoretisch am besten. Ich weiß nicht. Ich bin mir total unsicher hier. Ich würde sagen, den ungarischen Säbel-Dings verkaufen wir auch. Knüppel haben wir sowieso noch welche im Dings. Ihr wisst, was ich. In der Satteltasche, genau. Haben wir sonst noch was? Gift könnten wir irgendwie verkaufen. Retterschnaps ist vielleicht gar nicht so schlecht, den wir den haben. Weil den brauchen wir theoretisch auch. Ach, wisst ihr was? Ich verkaufe erstmal das. Ja, feilschen wir mal. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Wow, der Händler hat nicht genug Geld, oder was? Wir würden normalerweise 530 kriegen und jetzt kriegen wir noch 166. Was ist das denn? Naja. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke, tausend Dank. Komm, dann kriegt er halt das, was er dafür zahlen kann. Gut ist, würde ich sagen. Das packen wir jetzt hier drauf. Oh, wir haben zwei. Oh, wir haben zwei davon. Können wir das dann, können wir nochmal verkaufen? Hier. Hasen. Also was? Hasenfleisch, gebratene Ente. Das können wir auch verkaufen. Das ist ja beides schon, verfault. Warte mal. Oh. Ach, das ist, was wir kaufen können. Oh, das. Nee, warte mal. Warenkorb prüfen. Entfernen wir nochmal. Ich will ja gar nichts kaufen hier. Das, ich möchte verkaufen. Genau, ich habe mich schon gewundert. Hier. Einmal das. Ja, und. Ach komm. So lassen wir es erstmal. Obwohl, eine, wir sollten mal, obwohl, komm, Warenkorb prüfen. Falsche Nummer nochmal. Reden wir über den Preis. Nun. Okay, er kann sowieso nur 0 kommen, dann schenken wir dem das auch noch oben drauf. Hier. Ich meine, es hätte uns mehr Geld gebracht, wären wir zu Dings gegangen. Aber, komm, so. Dann ist es halt so. Komm, diesen. Gewöhnliche Pfeile, die packen wir mal in die Satteltasche. Alle. Die Jagdpfeile auch. Schweren Schild rüsten wir aus. Können wir sonst noch irgendwie. Jetzt gucken wir auch nochmal. Da würde ich diese eng. Da verlieren wir zwar Charisma, wenn wir die braunen Beinlinge anziehen, aber. Na ja, gut, die Sichtbarkeit reduziert. Ach komm. Da müssen wir jetzt auch nicht so. Die ziehen wir aber an. Hier verschlechtert sich das Charisma. Ja. Aber, ja, Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Ich weiß ja nicht. Hier
verbessert sich die Körperrüstung. Ja, warum nicht, ne? Alter, wie sehen wir aus? Wie sehen wir denn bitte aus hier gerade? Ist ja wirklich schlimm. Komm, diesen Helm. Wir haben uns zwar erst dieses Ding neu gekauft, aber dann ist das halt so. Und ich würde sagen, die Beinlinge packen wir mal auch rein. Okay. Jetzt sind wir so aufgestellt. Wir sehen zwar vielleicht ein bisschen komisch aus. Haben auch einen komischen Helm. Warte mal. Eine Sache können wir tatsächlich noch machen. Ich weiß zwar nicht, wo Robert ist. Vielleicht finde ich den. Vielleicht noch nicht. Dem könnten wir, glaube ich, so Dingens verkaufen. Dieses Ohr eines Banditen. Meine ich. Da müsste ich Robert nur suchen. Wahrscheinlich ist er irgendwie auf der Mauer oder so. Auf der Mauer, auf der Lauer. Weiß nicht. Genau, da. Das ist doch Robert, oder? Herr Robert. Guten Tag. Trophäen übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. So. So sieht's nämlich aus. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Haben wir nämlich dieses Ohr eines Banditen oder so, Ohr eines Kumanen oder wie das auch immer heißt, verkauft. Jetzt möchte ich eigentlich noch mal ein bisschen kurz schlafen. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Mittags. Schlafen wir vielleicht noch mal bis abends und dann reiten wir vielleicht in der nächsten Folge dann zu Dingens hier. Wer ist da? Was soll das denn heißen? So, schlafen und speichern. Zu bis vielleicht hier bis 16 Uhr. Vielleicht reiten wir dann doch nochmal zurück zu diesem Lager von den Kumanen. Ja, das mache ich vielleicht sogar noch. Reite ich vielleicht doch nochmal zurück zu diesem Lager von den Kumanen. Und gucken doch nochmal, ob das da noch ist. Wenn dann das da nicht ist, dann ist es wohl so. Können wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen im Lager von den erkunden. Mal gucken. So. Gesundheit sind wir auch wieder auf 100%. Auf 100% meine ich. So. Und da sind wir jetzt 16 Uhr. So. Jetzt bin ich auch wieder voll mit Gesundheit, das ist auch schön. Und dann reite ich auch wieder zurück. Sorry. Genau. Wie komme ich dann am besten dorthin? Ich gucke einmal auf die Karte. Ja, wahrscheinlich einfach. Einfach durch den Wald. Einfach erstmal diesem Weg folgen hier. Dann sehen wir weiter. Also ich hoffe, das liegt dann noch, weil dann, ja, dann sind wir wieder rich, würde ich sagen. Oder dann reite ich vielleicht sogar woanders hin, wo ich das verkaufen kann. In Rofna werde ich das ja wohl auch nicht verkaufen können, wenn ich das nicht mal in Merhuyet verkaufen kann. Aber ja. Hier ist übrigens dieses Holzfällerlager, das wir auch gesehen hatten. Wo wir auch waren, wo ich schon dachte, dass das hier das Banditenlager wäre. Neue Stufe Reiten erreicht. Ist es nicht schön? Hier werde ich mal ein bisschen. Hier oben war, glaube ich, ein Weg.
Oder auch nicht. Naja, dann reiten wir halt ein bisschen mal durch den Wald querfeld ein. Schadet ja wohl auch nicht. Cool wäre, können wir uns so als Kumane verkleiden und würden dann da beim Banditendings einfach durchdingsen, aber das geht leider nicht. Und wir können übrigens auch keinen, ich weiß nicht, was die da sprechen. Das wird ja wohl nicht kumanisch sein. Da habe ich auch keine Ahnung, was die da sprechen, deswegen. Oh. Banditen? Wohl eine kleine Kampfübung. Oh, dieser Helm ist. Warte mal. Das ändere ich, glaube ich, doch noch, wenn man da nicht so gut durchsehen kann. Hat das ja auch keinen Sinn. Und wenn hier Banditen sind, die wir machen können. Oh, das ist der Wildhüter. Ups. Ich habe einfach den Wildhüter attackiert. Es tut mir leid, aber Zeugen müssen wohl jetzt vernichtet werden. Nein, Spaß. Das ist natürlich... Na gut, ich hätte vielleicht gucken sollen, wer das ist. Der wollte wahrscheinlich ganz einfach nur fragen, ob wir hier jagen oder so. Oder ob wir was gejagt haben. Oder der wollte uns durchsuchen. Naja. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen alles. Kann man nicht anders sagen. Tut uns auch, aber auch leid. Normaler Wanderer. Glaube ich jedenfalls. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich soll jetzt schon ganz schön... Ja, ich werde jetzt mal schon mal rechts abbiegen und über den Fluss dann irgendwo da reiten. Und ich hoffe einfach, das liegt da noch. Das würde mich so freuen. Ich gucke nochmal auf die Karte. Können wir auch schon direkt dahin reiten. Hier sollten wir aber vielleicht gehen. Oh. Jawohl. Es liegt hier alles noch. Ich weiß nicht, gibt es eine Methode, das alles direkt aufzunehmen? Auf einmal. Wahrscheinlich nicht, naja. Aber ist ja mega nice, dass es noch hier liegt. Ist ja übelst nice. Dann reiten wir jetzt mal nach Rattay oder so. Wie nice. Ich weiß nicht, können wir jetzt schon alles aufnehmen und dann... Dann müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen was da in Dings, ins Dings packen, aber an sich scheint das ja erstmal zu gehen. Ist jetzt natürlich nervig, das jetzt alles so aufnehmen zu müssen. Aber was so ist, ist so. Nicht wahr? Aber mega nice. Ich freue mich jetzt irgendwie. Alter, wie ich mich freue. Nicht zu beschreiben. Jetzt reite ich vielleicht dann gleich mal nach Uschitze vielleicht. Mal gucken, ob das... Ich weiß ja nicht, ob das nah ist. Alter, wie viele Sachen wir hier hingeworfen haben. Das ist ja übelst krass. Hier liegen jetzt noch Fußwickel mit Säulen. Wir nehmen erstmal alles auf und gucken dann später noch, was wir dann mitnehmen oder was wir nicht mitnehmen. Aber das ist ja mega nice. Ich sag das jetzt noch 10 Mal, dass das mega nice ist. Aber ich freue mich einfach, dass das alles hier noch ist. So.
So, hier Ulmbogen. Noch das Sachs. Das alles. Eschenbogen. Sachs. Nice. Ich glaube, das war's, oder? Falls ich hier noch was vergesse, ist das nicht so schlimm. Aber nice. So, wir packen alles, was wir nicht benutzen, gerade mal und was in die Satteltasche geht. In die Satteltasche. Ups. Oh. Oh, unser Pferd kann nicht mehr tragen. Eine Sache wollte ich auch noch machen. Ich wollte auch noch eine Fackel wieder ins Inventar packen. Ja. Und hier wollte ich jetzt eigentlich wieder das nehmen. So, und was werfen wir jetzt weg? Das werfen wir jetzt endgültig weg. Das auch. Das auch. Das auch. Jetzt haben wir richtig krasse Sachen. Mega geil. Was haben wir noch hier? Ich würde sagen. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden hier. Ah. Dieses Leinenhemd. Das packen wir, glaube ich, mal weg. Das lassen wir jetzt fallen hier. Die beiden Leinenhemden. Das brauchen wir jetzt auch wirklich nicht. Wir können vielleicht noch was essen. Hier Krieben oder so. Groschen haben wir 1.500, Alter. Mega nice. Ritterjagdschwert möchte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Dieses Sachs. Wir hatten doch noch einen Sachs, was irgendwie kaputt war, oder? Kommt das. Kommt auch weg. Oh, das sind drei Sachse. Ja. Hier ist Pebbles. Pebbles, ja doch. Pebbles. Wir sind noch zu überladen. Hier diese Bögen. Komm, den rustikalen Eschenbogen lassen wir auch fallen. Können wir jetzt reiten? Nein. Müssen wir noch am besten noch ein, vielleicht, oder noch eine Sache fallen lassen. Fallen lassen, nicht fallen lassen. Boah, vielleicht die Axt. Lass noch die beiden Äxte fallen. Können wir jetzt noch nicht. Warte mal, haben wir noch was in der Satteltasche, was wir vielleicht auch komplett. Hier kommt die Axt, lassen wir auch komplett fallen. Die gewöhnlichen Pfeile. Und die Holzfäller-Axt. Kommen auch erstmal weg. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen was. Das kommt in die Satteltasche. Das kommt in die Satteltasche. Das kommt in die Satteltasche. Jetzt können wir, glaube ich, reiten, oder? Ja. Ein Glück. Und jetzt. Ja, jetzt würde ich vielleicht sogar nach Uschitze zurückreiten. Schnell reisen können wir nicht. Aber. Ich mache vielleicht mal eine Markierung. Damit wir wissen, dass wir. Hier nach dass es hier nach Uschitze geht. Und dann reite ich vielleicht in dieser Folge noch nach Uschitze. Dann wird es auch wieder eine längere Folge, aber. Ja, mein Gott, längere Folgen. Muss man auch mal aushalten, sag ich mal. Wenn, könnt ihr den Weg jetzt auch nach Uschitze skippen oder so. Da wird auch wirklich nichts mehr Interessantes kommen. Vielleicht treffen wir noch den Wildhüter. Vielleicht kommt auch noch was Interessantes, wer weiß. Vielleicht müssen wir noch gegen irgendwelche Banditen kämpfen.
Ich kämpfe eigentlich gern gegen Banditen, die nicht so gut ausgerüstet sind. Aber gegen solche Banditen, die ja auch teilweise, glaube ich, Kumanen sind, die einfach mega krass ausgerüstet sind. Naja. Hier reite ich noch oft Quäffeln ein, aber dann, wenn wir hier bei die Höhle von dem Wildhüter. Es tut mir natürlich jetzt leid, dass wir den da rausgedingst haben. Aber, oh. Was ist hier? Das möchte ich mir hier allerdings noch. Hier könnten wir auch noch mal schlafen. Aber das will ich gar nicht. Aber sobald wir aus dem Wald raus sind, werde ich wahrscheinlich nicht mehr Querfeld ein reiten, aber das mache ich jetzt einfach nur, weil ich habe keine Ahnung, wo welcher Weg hier im Wald lang führt. Von daher, ja. Das war eben wirklich ein bisschen ärgerlich, dass wir den Wildhüter jetzt einfach angegriffen haben. Ich dachte halt, es wäre ein Bandit, so. Ne? Kann man nichts machen. Wenn man denkt, es wäre ein Bandit und es ist kein Bandit, dann läuft es schlecht. Hier scheint irgendwie ein Lager zu sein. Das heißt, wir sind vielleicht auch bald aus dem Wald raus. Also Lager sind ja vielleicht manchmal so an Waldrändern. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So. Alter, ist das eine geile Schlucht hier. Was geht hier ab? Okay. Ich glaube, gleich sind wir wirklich aus dem Wald raus. Ich reite mal hier lang. Das kennen wir auch alles hier noch gar nicht, oder? Wenn ich mal so auf die Karte gucke. Ja, das sind wir, glaube ich, noch nie so oft lang geritten. Aber wenn wir diesen Weg lang reiten, sollten wir meines Erachtens direkt... Ist das ein Wanderer oder ein Mönch oder so? Sollten wir meines Erachtens direkt nach Uschütze reinkommen. Von dieser Seite sind wir, glaube ich, noch nie nach Uschütze reingekommen. Generell sind wir noch nie so oft nach Uschütze reingekommen. Da waren wir tatsächlich noch nie so oft. Da sind wir, glaube ich, nur ein oder zweimal hingeritten. Wenn ich mich recht erinnere. Genau. Dann, gehe ich jetzt hier... Wo ist hier genau der Händler nochmal? Falls wir ihn überhaupt gedingst hatten. Da. Okay. Also genau hier quasi auf der anderen Seite. Ah, genau. Ich erinnere mich wieder hier. Aber das machen wir auch noch zusammen. Das machen wir auch noch zusammen hier. Ich kann jetzt auch die Markierung wieder wegnehmen. So. Ich werde jetzt auch nochmal alles von unserem, oder nicht alles, aber das, was wir halt theoretisch kaufen oder verkaufen, ins Inventar packen. Komm, Jagdpfeile lassen wir mal hier drin. Die Beinlinge können wir auch hier drin lassen. Und dann läuft das. Hallo Händler. Das sah gerade ein bisschen witzig aus. So, ich hoffe, der hat ein bisschen mehr Geld. Lass uns handeln. Ich möchte aber verkaufen, ja. Verkaufen. Eigentlich können wir diese kumanischen Bögen alle verkaufen, oder? Ich meine, ja, komm. Diese Ritterjagdschwerter verkaufen wir, glaube ich, auch mal. Und, glaube ich, auch diese ganzen rustikalen Bögen. Ich glaube, wir laufen noch ganz gut hier mit diesem einen Bogen. So, jetzt gucke ich mal schon mal in den Warenkorb. 500 würde uns das geben. Vermögen des Händlers aber nur 200. Ja, komm, wir falschen mal. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich nicht viel groß zu falschen. Nun. Ja, er kann wahrscheinlich, er kann gar nicht mehr. Aber dann geben wir ihm das so. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank.
Ja. So. Diese Schilder packen wir vielleicht mal in die Satteltasche. Ja. Hier an Rüstung haben wir jetzt auch ein bisschen was hier neu. Diesen verzierten Dings packen wir auch mal in die Satteltasche. Dieses Verstärkt ist eigentlich schlechter als das Ungarische. Ach, das ist ein Romanisches und das ist ein Ungarisches. Da sind wir eigentlich bis jetzt besser mit dem Ungarischen gekommen, oder? Packen wir mal das Bürgerschwert noch in die Satteltasche und die Säbel. So, und was packen wir noch in die Satteltasche? Dieses Kettenhemd. Und die Reiterbeinlinge. So, und dann läuft, soll ich sagen. War das hier die Ladenwache? Ja, ich mache mal auch die Tür wieder zu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.